Hey und herzlich willkommen zu einem neuen NTV-Video. Mein Name ist Dennis und ich habe mir etwas ganz Besonderes ausgedacht. Da wir ja uns gerade bei Nintendo Switch so gut wie am Ende des Zyklus befinden und es vielleicht ein bisschen dauert, bis wir neue Informationen zur neuen Nachfolgekonsole bekommen und vielleicht Nintendo Direct-Ausgaben eventuell bis zum Release ein bisschen spärlich sind, habe ich mir überlegt, wir machen eine Nostalgie-Reihe und schauen uns einfach viele, ich sage extra viele, ich weiß nicht, ob es alle werden in den nächsten Monaten, Jahren. Wir schauen uns einfach mal relativ, ja, alle Nintendo Direct-Ausgaben an. Ob es wirklich alle werden, weiß ich nicht. Gerade zu irgendwelchen Spielen wie Fire Emblem oder so, Bayonetta damals für die Wii U und so. Ich glaube, da bin ich ein bisschen draußen, auch wenn ich die Spiele gerne spiele. Aber ich finde, hier soll es wirklich ein bisschen um die Hauptausgaben gehen, um die Nostalgie. Und deswegen seht ihr jetzt schon hier im Bildschirm was ganz, 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 ganz Tolles. Ihr seht hier, da. Auf der Nintendo-Seite kann man sich alle ehemaligen Nintendo Direct-Ausgaben sich anschauen. Ich könnte schwören, und ich hätte schwören können, es gab 2011 schon mal eine. Aber ich glaube, da hat mein Gedächtnis mir vielleicht einen Streich gespielt. Ich weiß auf jeden Fall, am 22. Februar 2012, ich war da 21 Jahre alt, sehr jung. Es gibt tatsächlich in diesem Jahr erstes Videomaterial von mir hier auf NTV, weil das war das Jahr, als NTV geboren wurde. Und ich finde es jetzt eigentlich cool, dass ich das jetzt mal mache mit euch. Beziehungsweise nicht auf, sorry, ich habe jetzt gerade total missgelabert, ne? Am 22.02. So. Habe ich jetzt am 5.2. oder 12.12. gesagt? Egal. Am 22.2. genau, gab es die relativ jetzt hier angezeigte erste Nintendo Direct. Ich weiß tatsächlich jetzt immer nicht, ob es die erste war, aber wir gehen mal davon aus, denn ich habe mir kurz das Anfang vom Video angeschaut. Ich gucke sie mir auch dementsprechend auch nicht an, um vielleicht wieder hier so ein bisschen überrascht zu werden. Aber klar, man kann hier gucken, man kann hier auch durchscrollen und man kann sich hier anschauen, was dementsprechend gezeigt wurde. Aber ist egal. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Nicht wundern, die ersten Ausgaben hier relativ schnell alle auf der Website hochgeladen. Das heißt, auf YouTube sind sie nicht erhältlich oder nicht verfügbar. Das heißt, die Auflösung ist tatsächlich von der Webseite nicht die beste. Das heißt, ich muss es vergrößern. Ihr werdet in den ersten Nostalgie-Ausgaben immer wieder mal einen Pixel-Matsch sehen. Ich weiß jetzt nicht, warte mal, am 5. Dezember war es auch noch auf der Webseite. Ich glaube tatsächlich, ich gucke jetzt einfach mal, weil es mich jetzt einfach nochmal selber interessiert. Ja, so ab, so ein paar Jahre danach gab es auf jeden Fall die ersten Ausgaben auf YouTube. Ich hoffe, dass bis dahin, so wie lange wir die Reihe machen, alles verfügbar ist. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Und deswegen würde ich sagen, wir beginnen jetzt hier mit der Ausgabe vom 22.02. Ich muss tatsächlich mal die Lautstärke nochmal gucken. So. Also, ich halte auch manchmal gerne an, um ein bisschen was drüber zu erzählen. Vielleicht gibt es ein paar Anekdoten, die was mit NTV betreffen. Denn ich finde es eigentlich mal ganz cool und ganz interessant, sowas nochmal zu erwähnen. Also nochmal, da steht, willkommen bei Nintendo Direct. Bei Nintendo Direct, dieses Video ist eine Übersetzung der wichtigsten Neuigkeiten und Ankündigungen aus Satoru Iwatas Präsentation für den japanischen Markt, die am 22. Februar 2012 in Japan stattgefunden hat. So, und das war jetzt, nochmal kurz gucken. Und das war ja auch dementsprechend so genau der 22.02. Ja, okay, egal. So, genau, der 22.02., ja. 2012. Dann kann ich mich doch an diese Ausgabe erinnern. Ich weiß noch damals, ich habe damals mein FSJ im Krankenhaus gemacht. Und ehemalige Redakteure haben die Sachen vernewst und haben alle gemeint, boah, da ist voll das komische Video herausgekommen und so. Und wenn wir heute bedenken, was für unglaubliche Reichweite und Tragweite an Nintendo Direct-Ankündigung hat, ja, ist dieses komische Video und zu einem großen Ding geworden. Aber ich würde mal sagen, wir schauen mal rein. Das geht insgesamt 43 Minuten. Ziemlich lange. Also Satoru Iwata, damals Ruhe und Frieden, by the way, wie er sich vorbereitet, damals sehr menschlich gewesen, sehr nah eigentlich bei den Fans, muss man auch sagen, ne? Und ja, hat sich dementsprechend hier konzentriert, um die erste Nintendo Direct-Ausgabe vorzustellen. Oh, warte. Kurz. Sorry. Also,
ist damals extra für ein Tonstudio gegangen. Und ich meine, ihr könnt ja selber lesen, was er hier sagt. Aber schon interessant, wo sie die ersten Ausgaben aufgenommen haben. Und da war schon die erste bekannte Haltung. Directly to you. So, Kid Icarus Uprising. Ja, am 23. März in Europa. Könnt ihr euch noch an Kid Icarus Uprising erinnern für den 3DS? Hat, glaube ich, sogar meines Wissens eine Halterung gehabt, weil das Spiel zu schwer war, Nintendo 3DS zu halten. Da gab es eine Halterung, glaube ich, damit man besser, glaube ich, mit dem Touchscreen spielen konnte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das wirklich das Spiel war. Auf jeden Fall gab es da mal Zubehör. Ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht auf der Verpackung. Auf jeden Fall gab es so eine dickere Verpackung und da gab es eine Halterung. Irgendwas war da, auf jeden Fall. Ich habe das Spiel leider nie gehabt. Soll aber sehr gut gewesen sein, auch sehr schwer. Ja, ist ein Action-Shooter. Und damals war auch schon Mr. Sakurai bekannt gewesen, der Super Smash Bros. Verantwortlich war und hat Kid Icarus Uprising entwickelt. Und da ist auch schon Sakurai. So sieht er eigentlich heute immer noch aus. Der altert einfach nicht. Das ist so ein Insider-Gag. Und ja, wie ihr seht, damals wurde der Mehrspieler-Modus von Kid Icarus Uprising angekündigt. Und ich muss zugeben, ich habe es ja selber nie gespielt. Ich habe es mit meinem Kumpel damals gespielt. Ist wirklich cool gewesen. Aber ist tatsächlich... Ja, es hat einfach, glaube ich, damals nicht in meinen Zeitplan reingepasst. Ich könnte es mal nachholen. Könnte ich machen. Gibt es bestimmt aber retailmäßig, kostet bestimmt einiges heutzutage. Aber krass, wie jung der damals war, vor 12 Jahren. Macht er eigentlich noch seinen YouTube-Kanal? Ich glaube, der hat es ja nicht mehr, oder? Entwickelt bestimmt schon Super Smash Bros. Für Switch 2. Mein Beileid an ihn. Ja. Nee, also, okay. Damals gab es ja Multiplayer-Modus. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es jetzt einen Online-Modus dazu gab oder nicht damals. Auf jeden Fall waren die Nintendo Direct-Ausgaben ja auch dafür immer sehr prädestiniert. Oh Gott, die Qualität ist echt furchtbar, gell? Das ist heftig, was auf der Webseite da eigentlich verfügbar ist. Auf jeden Fall, das sieht richtig übel aus. Vielleicht hat man so ein bisschen damit die niedrige Auflösung vom 3DS ein bisschen vertuscht. Auf jeden Fall. Ich weiß noch damals, unser ehemaliger Redakteur hat das Spiel getestet, da war ein riesiger Fan davon. Kam auch sehr gut damals weg bei uns in der Bewertung. Und ich glaube, es hieß auch damals, wer ein 3DS hat, der muss auf jeden Fall sich Kid Icarus Uprising holen. Nur schade, dass das Franchise wohl gestorben ist, denn auf der Switch haben wir leider gar keinen Kid Icarus mehr bekommen. Schade. Aber ich muss halt selber nochmal dazu sagen, ist so eine Spielereihe nischig, sehr nischig. Aber könnte auf der Switch eigentlich ganz gut ankommen, meine Meinung. Gerade mit zwei Analogsticks und so weiter, könnte man ein richtig geiles Action-Shooter draus machen eigentlich. Ja. Also generell, ich werde das jetzt immer wieder mal so online stellen. Wenn ihr irgendwie Feedback haben solltet, von wegen, denn ist die Qualität gar nicht, was hier gezeigt wird, vielleicht ganz gut, dass ich das hier nicht im Vollbild zeige, dann sagt ruhig. Dann sagt ruhig, hey, das geht gar nicht. Oder ich habe hier eine andere Quelle, da ist die Qualität viel, viel besser. Dann her, gerne damit, schreibt es in den Kommentarbereich. Ich lasse mich gerne ein bisschen, mich mit Feedback füttern. Aber ich finde es schon krass, wie es damals in der ersten Ausgabe, wie das schon ein bisschen ausführlicher erklärt wurde. Tatsächlich hat Nintendo ja damals auch diesen Weg auch genutzt, weil, ihr müsst euch ja überlegen, ab 2009 bis 2012 gab es ja den riesigen YouTube-Hype dann auf einmal und Nintendo ist eigentlich noch so auf den richtigen Zeitpunkt aufgesprungen und hat einfach YouTube auch genutzt oder allgemein Streaming-Services. Ich glaube, das gab es ja nicht nur auf YouTube, sondern damals auch auf anderen Streaming-Services, um einfach, so den Kanal auch für die Reichweite zu nutzen. Und gerade 2012 muss man überlegen, das war Anfang Februar 2012, da war die Wii gerade im Sterben, da kam der 3DS, ist ja gerade da fast ein Jahr alt geworden, meines Wissens. Und doch, ist der 3DS ist ein Jahr alt geworden, oder?
So aus dem F kommen wir raus, oder? Hm. Ich will jetzt auch kein Mist erzählen. Doch, doch muss rausgekommen sein. Auf jeden Fall, ja, gab's auf jeden Fall, ja, auch nochmal so ein bisschen so Routine für Nintendo, ne, um sich für die Wii U vorzubereiten, um ein bisschen andere Kanäle zu nutzen. Ich meine, es war schon keine schlechte Idee und so hat man halt auch nochmal ein bisschen mehr Einfluss in Eindrücke, Einblicke in die Spiele bekommen. Wir können es auch gerne so machen, am Ende des Videos gehen wir nochmal ganz kurz in die nächste Ausgabe und wir wägen einfach ab, oder ihr entscheidet, ob es euch interessiert oder nicht. Und wenn ich kaum Feedback kriege, mache ich es einfach. So einfach ist es. Genau. Genau. Auf jeden Fall erklären sie hier noch ein bisschen was. Ich finde es so krass, dass damals ja schon noch japanisches Material genutzt wurde. Für eine Direct, die im deutschen Markt nochmal ausgestrahlt wurde, mit deutschen Untertiteln. Im englischen Untertitel. Sprecher. Aber ja. Auf jeden Fall haben sie jetzt hier den Multiplayer-Modus erklärt. Team Hell und Team Dunkel. Und ja, mit Level-Prinzip, es gab da auch auch dementsprechend Sachen zum Freischalten, die quasi einem wieder Vorteile geben. Also es gab da auf jeden Fall eine Motivation. Ey, der Sakurai sieht jung aus, ey. Total. Naja. Jetzt hat er hier noch was über das alte Morgenröte erzählt. Wo wenn man alle drei Teile sammelt, dann erhält man eine mächtige Waffe. Das ist ja auch so immer ein bisschen üblich in Nintendo Multiplayer-Spielen, dass so ab und zu spezielle Zeitpunkte gibt, wo man so drei Teile sammeln muss. Gab es ja auch bei Smash Bros. Ja eigentlich auch. Um dann den entsprechenden Vorteil zu kriegen. Ja. Ah, erklärt nochmal, was übers Internet und so weiter spielen konnte. Also hat es wohl doch einen Online-Modus. Ey, guck mal, krass, das Menü, gell? Das ist, sieht man richtig, dass es ein Markenzeichen ist, so mit über Smash Bros. Oder so. Man sieht einfach, das kommt, die Menüführung, das Hub-Design, das kommt wirklich so von seiner Führung. Total krass. Aber ist ja nicht schlecht. Ja. Weapons in particular are so distinct, you could almost say each one is like a separate character. Ja. Aber auch damals waren schon die Sachen, die präsentiert wurden, von Anfang sehr langatmig. Ich glaube, das war am Anfang besonders schlimm. Hat sich dann gebessert. Es gab ja immer wieder mal so die ganzen Segmenten, wo natürlich dann heißt, hey, wir bringen den Direct heraus, aber mit Schwerpunkt Super Smash Bros. Für Wii U oder für 3DS. Und da wurde halt dementsprechend nochmal in der Nintendo Direct nochmal im Anschluss nochmal eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde nochmal nur das Spiel gezeigt. Hat natürlich so ein bisschen mehr die Frage gegeben, so hey, okay, erstmal interessieren mich Informationen und sowas, Smash Bros. Für 3DS interessiert mich jetzt zum Beispiel jetzt gar nicht, dann schalte ich einfach ab. Das haben sie damals eigentlich schon ganz gut immer gemacht. Ich glaube, die sind damals auch ziemlich gut auf die Kritiken eingegangen. Ja. Auf jeden Fall erzählen sie hier noch was mit dem Einzelspielermodus. Wenn man das spielt, dann gibt es auch nochmal Vorteile. Aber jetzt erzählt er nochmal hier was im Einzelspielermodus. Okay, Pit ist ein Engel, der nicht fliegen kann, aber es gibt eine Fähigkeit, die es möglich kann für 5 Minuten. Auf wenige Minuten. Alles klar, das wusste ich jetzt auch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Super. Warum ist er dann ein Engel? Naja, das könnte er ja unendlich fliegen, gell? Wäre langweilig. Aber schon ein bisschen sinnlos, oder? Höllenkessel, guck mal, da ist eine Halterung, die er hat. Aber ja. Ja, krass, diese damaligen Endblendungen, wie man den Stylus angezeigt hat, damit man einfach visuell nochmal zeigen kann, wie man so ein Spiel spielt. For example, this is Intensity 2.0. It's pretty laid back. You can defeat enemies one after another as they appear. Ja, da geht's einfach noch ein bisschen um hier so eine Art Trainingsmodus oder so. But if you set it to 9.0, the enemies are incredible. Ja, und diese Stärken, das kann man ja auch von Smash Bros. Also, ich finde schon interessant eigentlich, was für Elemente und so weiter er von Smash Bros. In Kid Icarus Uprising oder vielleicht sogar andersrum eingesetzt hat. Finde ich richtig, richtig interessant.
But if you lose all your health, besonders dann hatte Sakurai eigentlich in dem Jahr 2012 kam Icarus Uprising heraus und 2014 glaube ich Super Smash Bros. Für 3DS glaube ich und das für Wii U. Das eine kam Anfang und das eine kam gleich relativ Ende des Jahres heraus. Irgendwas im Dreh war es. Ja. Aber das Super Smash Bros. Für 3DS, das war richtig gut. Das hat uns echt Spaß gemacht. Aber ja, Kid Icarus Uprising ist vielleicht ein Spiel, das hätte ich dann noch spielen sollen. Wenn ich mal ganz, ganz, ganz viel Zeit, noch mehr Zeit habe, dann hole ich es mal nach, aber ich warte auf den besseren Port für die Switch 2. Naja. Now let me give you just a couple of tips for air battles. Es gibt einen Tipps für Luftkämpfe. Aber Sakurai ist immer relativ dafür bekannt gewesen, seine Spiele bis wirklich in jedes Detail zu erklären, um den Spielern so gut wie möglich einen Einstieg zu gewährleisten. Ich meine, wir müssen bedenken, das Spiel kam circa fast einen Monat vorher raus. Ja, da hat man natürlich schon die Marketing-Werbetrommel gerührt. Aber ich finde es ja nicht schlecht. Im Endeffekt hat Sakurai, nimmt sich ja generell immer viel die Zeit, ne? Auch gerade bei den Charakteren für Super Smash Bros. Ultimate. Der hat sich immer die Zeit genommen, jedes Spiel, jeden Charakter wirklich komplett zu erklären. Das muss man eben wirklich schätzen. Und das war immer ganz cool gewesen. Ich glaube tatsächlich bei Super Smash Bros. Ultimate war das nicht so. Damals, wo Corona gab, hat er das dann zu Hause sogar gemacht. War nicht irgendwas? Wegen Corona? Hm. Irgendwas war da auf jeden Fall. Touch the icons in the bottom left corner of the touchscreen or use the plus control pad to select and use them. When deciding which ones to bring with you, you'll have to fit them into a panel. It's a bit like packing a lunchbox. They come in all shapes and sizes, so you'll have to fit them in well. Once you've chosen the powers you want, you can tap a button to auto-fill the rest. In multiplayer, you can create weapon and power sets in advance, so you'll be ready to jump right into battle. Boah, eigentlich schon ganz... Also, natürlich schon sehr detailliert, ne? I should mention, there are other ways... Das sieht echt wie so ein K-Pop-Star aus, gell? One of the more distinct ways of getting them is through fusion. Ist nicht schlimm. Here you can combine to produce one with even greater power. Zwei Waffen konnte sich dann kombinieren lassen. Okay. Some of their attributes and skills can be carried over. For example, you could fuse a short-range weapon with a long-range bonus, or create a weapon that particularly excels at melee attacks. The game also uses Street Pass Funktionalität. Das war damals echt cool. Das vermisse ich wirklich bei der Switch heutzutage. Das war cool gewesen. Einfach sein 3DS mitnehmen, hoffen, dass man irgendwelchen seinen Kaff Leute findet und man kann Daten austauschen. Waffenjuwelen konnte man austauschen, okay. Verlieren Sie keine Waffen, okay. Okay. You can also grind weapon gems up to earn a few hearts. Ich finde es aber interessant, das waren damals die Präsentationen, die damals die Presse bekommen haben, unter anderem, die dann die Presse an die Fans weitergegeben haben. Im Endeffekt hat Nintendo das gesagt, hey, und lass ich ein Video aufnehmen, das direkt den Konsumenten erklären. Stimmt, es gab diese AR-Karten. Ja, kann ich mich echt noch erinnern, gell? Das war damals echt cool gewesen. Das war auch so ein richtiges, typisches Nintendo-Ding, die Karten. Ja, der Nintendo 3DS-Ständer. Das war der dabei war. It's a simple stand, but it's handy for games such as this that use the stylus and circle pad simultaneously. Ja, klar. Ich stelle mir vor, Sakurai hat das damals selber gespielt. Ihm war das ein bisschen zu unbequem und hat dann diesen Vorschlag gebracht. Wahrscheinlich war das Spiel einfach nicht so richtig spielbar ohne. Natürlich eine coole Idee gewesen. Warum nicht? Why not schlimm? Also, I plan to explain more about the ideas behind multiplayer mode and the things called what to ask.
damals. Das kann man auch erinnern. March 23rd and I hope you're looking forward to it. Thank you very much. Ja. 私も先日完成したこのソフトを見ましたが、シングルプレイの充実はもちろん、ローカルプレイとインターネットプレイでお楽しみいただける対戦、すれ違い通信、AR カードと 3DS の機能を余すことなく取り入れるなど詰め込まれたエネルギーは、圧巻と申し上げて差し支えないと感じました。先ほど桜井さんからご紹介いただいた通り、Erfahrung, Spielerfahrung ausgenommen wurde. Damals hat sogar der Sakurai, als der Iwata verstorben ist, irgendwie hat er mal was über ihn erzählt. Und tatsächlich hat Iwata wirklich aus jedem Projekt immer das Maximalste rausgeholt. Twitter-Feed. Okay. Kann wahrscheinlich damals, ja, es gab damals immer die speziellen Twitter-Kanäle. Kitigeros.de. Ob es noch gibt? Gucken wir nachher mal nach. Oder ihr könnt ja mal selber nachschauen. Aber interessant. Voll vergessen, dass es damals diese speziellen Spielekanäle gab. Das war cool. Ja. Boah, die Qualität. Ich glaube einfach, es wird so runterproduziert damals, oder? Die Komprimierung halt für die Webseite ist halt enorm Schweinerei gewesen, ne? Ja. Das war halt damals schon echt heftig gewesen. Ja. Aber so war es damals. Finde ich schon irgendwie echt lustig und interessant. Aber vielleicht kam eine Rahnung auf die Gedanken, haben sie sich die alten Nintendo Direct-Ausgaben angeschaut. Ich meine, ich hatte jetzt irgendwie Bock darauf. Manche machen gerne Videos und gucken gerne alte Zeitschriften an. Ich gucke mir einfach alte Nintendo Direct-Ausgaben mit euch an. Ich habe da einfach Lust dabei zu sein und daran teilzuhaben. Wir werden auch mal in späteren Nintendo Direct-Ausgaben mal viel mehr erzählen können, weil ich tatsächlich zu einigen Sachen richtig coole Anekdoten habe. Wo wir echt mal drüber reden können. Naja, und das ist Fire Emblem. Meines Wissens wurde das Spiel, lass mich kurz nachdenken, 2011, ich glaube damals auf der E3, von Reggie himself, glaube ich, sogar angekündigt, für den 3DS. Und das war damals ein Big Thing, ein großes Ding. Ich glaube, das war dann später nochmal angekündigt worden. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, das war das Fire Emblem, was damals auf dem 3DS dann richtig gut lief. Und der Grund, warum wir auch bis heute wirklich einige Fire Emblem-Spiele jetzt noch bekommen haben. のオープニングムービーを中心に編集した映像です。2012のオーバー。このキャラクターデザインに漫画家の小崎雄介さんを迎えました。今ご覧いただいたように小崎さんの絵の魅力を生かしながら、セルシェーディングで制作したものが物語の要素で登場しました。私は、このシリーズは当時少し死亡。今作では、ムービーを中心に編集した映像です。Hat nochmal einen Versuch gewagt. Haben sie voll schwarz getroffen. Also, die haben damit definitiv einen Erfolg gelandet. Die Unruhe steht nicht für Europa. Gut. Es war halt eine japanische Nintendo Direct, die halt nicht für Europa zugeschnitten war. Interessant damals, gell? Oh, DLCs wurden aber schon angekündigt. Dem kann ich mich noch erinnern. Aber schon krass, dass diese Ausgabe eigentlich so circa 2,5 Jahre für seinen Tod entstanden sind. Schon krass. Oder? 2015. 3,5 Jahre war das dann. 2015 ist er verstorben. Schon krass. Im Endeffekt war das noch so gerade der Anfang der Direct-Phase, kann man schon fast sagen, ne?
Krass, wie schnell diese Direct-Ausgaben einfach so einen Hype gewonnen haben. Ja, zusätzliche Inhalte, neue Karte, neue Geschichte. Upich veröffentlicht, bestätigt. So lustig eigentlich. Das kann sich gar nicht vorstellen, dass das heutzutage von der Marketing so kommuniziert wird. Das würde Nintendo niemals bringen. Vielleicht waren das schon die anfänglichen Fehler der Wii U-Kommunikation, aber... Boah, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, ne? Prepaid-Karten, Fire Emblem Design. Super. Interessant. Sehr interessant. So. Ah, das war doch dieses... war das nicht dieses Pokémon Conquest? Was für Nintendo DS erschien? Was wir wiederum... Was wir nie in Deutschland... Ist es nicht das? Ich weiß gar nicht, das war das Strategiespiel, ja? War das nicht das, was nur in Großbritannien erschienen ist, aber nie in Deutschland oder so? Oder überhaupt in Europa nie erschienen ist? Oder vertue ich mich jetzt? Irgendwas war auf jeden Fall. Aber krass, dass noch Nintendo DS-Spiele dort promotet wurden. Gut. Das ist immer von Pokémon erwarten. Spaß. Aber schon krass, dass das in den deutschen Direct gezeigt wurde, auch übersetzt. Vielleicht war es auch einfach zu spät gewesen. Nintendo DS, Pokémon Plus, Nobunaga no Yabou. Europäische Version nicht bestätigt. Ah, schon krass, dass damals die japanischen Releases schon... Okay. Ja, ich glaube, das ist in Deutschland nicht erschienen. Mhm. Aber krass. Habe ich jetzt echt voll verdrängt irgendwie, muss ich gestehen. Voll vergessen. So, wir sind jetzt aktuell bei der Hälfte der Direct. Und aus heutiger Sicht würde man sagen, boah, C. Damals war das noch was Besonderes. So, gedacht, no? Schau ich mir an. Heute denkt man sich so, anstrengend. Ich meine, draußen sind 32 Grad, es ist tatsächlich anstrengend. Spiele, die in Japan ab Mai veröffentlicht werden. Es ist so krass, dass das in einer deutschen Direct gezeigt wurde. Mario Tennis Open. Ich kann mich auch noch gut erinnern, es war ein relativ okayes Tennisspiel für 3DS. Besser als Mario Tennis Ultra Smash hieß, glaube ich. 25. Mai in Europa ist damals erschienen. Das Tennis war okay, aber ich fand, diese Kreisdinger haben das kaputt gemacht, weil du konntest so dermaßen unendliche Spielabläufe haben, weil das so Automatismen war, war schon lame gewesen irgendwann. Also irgendwann gab es ein Prinzip, dass du erkannt, du hast immer wieder hin und her spielen können. Also ein Kumpel und ich haben das damals rausbekommen. Das war echt langweilig dann irgendwann, gell? Es war, glaube ich, beim Switch-Teil auch fast so gewesen. Also auch schon echt... Also da war wirklich das Mario Power Tennis für den GameCube immer noch das beste Tennisspiel gewesen, meiner Meinung nach. Aber ja, gab es damals Download-Play. Kennt ihr noch Download-Play? Einer hat ein Exemplar gehabt und dann konnte man sich das Spiel, ich glaube, einfach nur so einen Klienten runterladen und ja, zu viel spielen. Ich glaube, man hat nicht dann immer die Vollversion gehabt, sondern eine abgespeckte Version. Und wenn jeder die Vollversion gehabt hat, dann hat man dementsprechend alles gehabt. War cool. Für Switch gab es, glaube ich, das für ein paar Spiele. Für ein paar, glaube ich, gell? Damals gab es so mies, okay. Cool. Boah, wie man die Abläufe gemacht hat, gell? Cool. Kaldosept. Ist das Spiel überhaupt in Deutschland erschienen? Finde ich sowas, oder? Keine Ahnung. この中継をご覧いただいている方の中にもファンの方がいらっしゃるのではないでしょうか。本作は大宮ソフトさんと任天堂3DS発売前の早い段階から長い歳月をかけてバランス調整を重ね制作したシリーズの集大成ともいえる渾身のタイトルです。
Denn Tonstudio hat wohl sehr viel Spaß damals gehabt. Aber echt interessant. Wow, aber echt ganz ehrlich. Als deutscher Konsument sich diese Direct anzuschauen, das war wohl schon damals echt hartes Futter. Wir werden es aber durchkämpfen durch die Ausgaben, das sage ich euch. Wir kämpfen uns durch. Später wohl wahrscheinlich nicht die E3-Pressekonferenz von 2012, werde ich wahrscheinlich nicht zeigen. Höchstens die Pre-Präsentation damals 2012 mit der Wii U. Aber nicht die Pressekonferenz, da werden wir uns ein bisschen davon fernhalten. Okay. Am 6. Juni. Noch nicht bestätigt. Total. 次にご紹介するのはカルチョビットの最新作です。 昨年のNintendoSwitchのコンファレンスで、ネットのTrailersコンファレンスを見て、お伝えしました。カルチョビットの最新作ですが、本日はそのフットワークを使った遊びについて少し具体的にご紹介したいと思います。スローグ、ザクメンスガーネックス。 このカルチョビットというタイトルはイタリア語でサッカーを意味するカルチョという言葉と合わせて生まれた名称でプレイヤーが監督となる戦術試合得点を繰り返す戦術ゲーム、スイミュレーター、スイミュレーターゲームを2014年に公開したオリンピックのダービースタリオンシリーズや Da habe ich damals einen richtig geilen Test mit Kevin geschrieben. Der war so gut, der Test von uns. Allgemein, das Spiel war richtig, richtig, richtig gut. Das ist für mich echt noch ein Grund, eigentlich mein 3DS wieder aufzuladen und das Spiel zu spielen, weil das Spiel richtig, richtig gut war. Es war ein richtig gutes Spiel mit Online-Features. Ich weiß nicht, kann man das noch heute spielen, jetzt wo der Online-Service abgeschaltet worden ist? Ich glaube, die Online-Features sind allgemein nicht mehr so. Das Spiel war richtig, richtig gut. Ich kann nur wieder schwärmen. Tatsächlich fand ich schade, Nintendo, wie hieß es? Pocket League? Irgendwas in Pocket. Nintendo Football League, Pocket League oder so. Aber das Spiel war richtig, 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 richtig gut. Bock gemacht. Auch richtig geil, dass damals nach Deutschland gekommen ist, das Spiel. Passend zur, ich glaube, WM 2014. Als Deutschland Weltmeister wurde. Oder? Doch. Muss 2014 gewesen sein. Circa so. Oh ja, das war richtig gut. Ich glaube, das war auch ein Spiel, was man, wo man nicht selber Fußball gespielt hat, sondern wirklich, das war so ein rein Simulation-Manager-Ding, glaube ich. Ja. Glaube ich. So, wir haben noch 15 Minuten. Okay, ist schon so früh in Japan erschienen. Spiele anderer Publisher vorstellen. Kingdom Hearts 3D, Dream Drop Distance. Das ist für 3DS erschienen. Kann ich mich auch noch erinnern. Das war damals ein richtig, richtig großes Ding. Ein Kingdom Hearts Spiel von 3DS. War cool. Das war cool. Wo bleibt eigentlich Kingdom Hearts 5? Oder nee, 4 ist es, ja? 3 kam und jetzt wurde, glaube ich, 4 angekündigt und das dauert, glaube ich, richtig lange wieder. Also typisch Square Enix, früh ankündigen und irgendwann mal rausbringen. Ja, ist so. So, Traumfänger. Okay. ドリームイーターを育成する新要素も加わって新たな遊びが体験できるそうです。本日の任天堂ダイレクトの後に
Oh, es gab sogar dann ein 9-Minuten Video zu dem Spiel. Ach, gilt nur für Japan. Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance war 2012, irgendwann in Europa. Okay, ich glaube, das erschien es nicht relativ so im Herbst, glaube ich. Nintendo 3DS Download Software. Denpa Ningen no RPG. Kam da nicht sogar der Nachfolger und ähnliches Spiel für den Switch heraus? Ich glaube ja. Also das war das auch in Japan sehr beliebt gewesen für den 3DS. Ich glaube, das erschien es auch für den 3DS hier in Europa? Ich glaube ja. Naja. Die 3DS-Kamera wurde auch wieder genutzt. Mann, Alter. Genau. Man sich draußen nicht irgendwie komisch gefühlt damit. Also wenn jemand am gleichen Ort war, konnte man die gleichen fangen. Okay. Brutale Spielerei damals. Das wurde damals so groß angekündigt, diese Spielereien als großes Feature. Ey, das ist so unglaublich. Ist geil, wie sie einfach in Japan irgendwie mit ihren 3DS da rausgegangen sind, um das zu testen. Da haben wir Videos davon gemacht. Okay. War vielleicht aber auch eine Art so Lookalike quasi. Oh, Dylan's Running Dingsbums, ja, ja. Ach, guck mal, guck, was er gesagt hat. Die wurde in der letzten Direct-Ausgabe in Japan im Oktober, also gab es wohl doch schon früher eine Direct-Ausgabe. Nur in Japan, kann ich mich noch erinnern. Da war was gewesen. Ne, jetzt wissen wir es wenigstens. Also ist es dann quasi die erste, die in Deutschland gezeigt wurde. Alles klar. Wir gucken uns die erste von Japan nicht an, weil ich kann mir vorstellen, da ist bestimmt richtig viel Zeug dabei, was in Europa nicht mal erwähnenswert ist oder war. Aber das Spiel, was gerade gezeigt wurde, kam damals auch richtig gut an. Also relativ ganz gut an. Ich glaube, nicht gut verkauft, aber es kam ganz gut an, glaube ich. Ivabos. Super. 村の大切な家畜、まんじゅうをガツガツ食べてしまいます。このまんじゅうを食べられないように守るため雇われたのが主人公のアルマジロの用心棒、ジローなのです。このジローはローリングによる爽快な体当たりアクションで岩棒たちを撃破するのですが、相手はたくさんの数で攻めてきますので、ジローだけではまんじゅうを守りきることができません。そこでマップの要所要所にあるタワーに武器を設置します。岩石生命体をガトリングガンで撃ちます。Es ist kurz ein bisschen geht, tut mir leid. Es ist total die Hitze hier drin und es ist allgemein sehr heiß gerade hier. アクションだけでなく、タワーディフェンス型の戦略性も要求されるところも。Aber ich finde es auch hier wieder interessant. Es ist eigentlich ein Spiel, was im Mainstream nicht so groß angekommen ist. Nintendo Direct 終了後に、es gab damals schon die Shadow Drops, aber ja. Es gab damals schon die Shadow Drops, okay. Okay. Gibt es noch jede andere Menge Spiele? Jetzt bewerben sie mal Nintendo eShop ein bisschen hier. So, hey, der ist ein Jahr online. Wir haben viel bessere Sachen. Stimmt, es gab damals, ja, es gab damals direkt am Anfang Virtual Console mit Game Boy, Game Boy Color NES. Kann ich mich erinnern. Aber krass, der eShop hat so lange gebraucht, bis der mal die 5 Spiele geknackt hat. Bei der Switch war es noch 3 Wochen gewesen. No Release. Game Gear Spiele, stimmt, gab es das auch für 3DS.
定期的に Nintendo eShop をチェックしてみてください。Oh, cool gewesen damals Game Gear Spiele auf Nintendo Konsole。ソフトメーカーさんの新しいタイトルに関する情報です。Ja. まずはこちらをご覧ください。Spiele von anderen Firmen. Okay, dann gab's damals ein Video. Boah, das wird wohl Dings von sein. Das ist eine Kampfspiel, oder? Gemeinschaftsprojekt. Völlig unvorhersehbar. War das nicht dieses Kampfspiel? Irgendwas war. Kann mich noch erinnern. Capcom-san, Sega-san. So, wir haben noch Bandai Namco Games san no 3つのソフトメーカーさんによる新プロジェクトが計画中とのこと。Capcom、Sega、Namco Bandai。神の声な。Bandai Namco Games さんから発売されるこのタイトル。どんなゲームになるか続報をお待ちください。Die haben quasi als Publisher auch noch von Gear. 今日最後に皆さんに初めてご紹介する Nintendo 3DS ソフトがあります。Was wurde damals? Ah, Professor Kawashima. War das nicht das diabolische Dingsbums? 一緒に開発しているソフトです。Nintendo DS が日本で発売された日である2004年12月2日に私自身が初めて川島教授にお会いするために東北大学を訪問させていただき、その時に試作していたプロトタイプのソフトをお持ちしてご提案したことが脳トレシリーズが世に出るきっかけになりました。2005年にシリーズを2作展開しましたが、幸運にも日本では2005年末までに大きなヒットとなり、それが翌年に世界的にも大きなヒットになった後、これは川島教授の著書の中にも書かれているんですが、次に出すとしたらもっと新しい何か特別なアイデアが生まれた時にしましょうと川島教授と私の間で意見が一致していました。こういう背景があってシリーズの新作をパッケージソフトとして展開することなく、前作の発売から6年余りもの歳月が経ちましたが、脳科学はその間も進歩し続けていました。3年ほど前に川島教授から最新の脳科学に基づく新しい手法のトレーニングに関するご提案をいただき、この度それが任天堂 3DS 用のソフトとして手応えのある形にまとまりましたので、今回公開させていただくことにしました。集中力とワーキングメモリーを鍛えることが今回の新しい手法のトレーニングの大きな特徴です。近年発達が目覚ましい情報機器のおかげで、いつでもどこでも情報が手に入るようになり、非常に便利になりました。Er spricht dir das Smartphone-Zeitalter an. Oh, da wurde was Wichtiges gesagt, dass wir das Hirn weniger nutzen werden. Das stimmt tatsächlich, das ist wirklich heute erwiesen durch Studien und ja, stimmt auch. Wir nutzen unser Hirn viel weniger. Informationssucht. Social Media, sei Dank, ne? Krass, 2012 kam die Ausgabe. Krass, dass das schon so früh erkannt wurde eigentlich. Ich meine, damals hat es jeder von uns irgendwie geahnt, gell? Aber es ist wirklich so eingetroffen. 目の前のことにじっくり向かうことができる集中力を鍛える効果があるそうです。一方で集中力と異なりもう一つのワーキングメモリーとは耳慣れない言葉ではないでしょうか。川島教授によるとワーキングメモリーとは脳に入ってきた情報を一時的に保ちながら、かつその情報を操作したり利用したりする記憶の過程を指す。だまってカメラ leider auch mal schlapp。このワーキングメモリーを鍛えることで記憶や判断、予測の精度や速度が向上し、勉強、仕事、家事、スポーツなど様々な分野でより良いパフォーマンスが得られる効果が期待できるそうです。これまでの脳トレシリーズには集中力やワーキングメモリーを鍛える要素が一切ないというわけではないのですが、今作はこれらを鍛えることを目的に専用に制作しましたので、この面での鍛えられ方が大きく違うと聞きしています。ただこのような効果を持たらすトレーニングは決して楽なトレーニングではありません。集中力を鍛えるトレーニングですが、当然高度の集中を要求しますし、ちょっと厳しいトレーニングになります。私たちは収録している集中力とワーキングメモリーのトレーニングのことをオニトレと呼んでいます。
Hat, by the way, lange gebraucht. Lange, lange gebraucht, bis das in Europa rauskam. Ich glaube, das war sogar immer ein Insider-Gag, dass das immer wieder verschoben wurde. Wann kam es raus? 2014? 2015? Auf jeden Fall lange. Ich kann mich erinnern.1日5分以上集中して行わなければ長いほど効果があるというわけではなく、それに基づいて本社では鬼トレを5分以上集中して行えるように、逆に長時間にならないよう、何度も連続して行えない仕組みになっています。 鬼トレの最大の特徴は集中を必要とする構造になっているところと、プレイヤーの能力に応じて難しさを自動的に調整するところです。私も試してみましたが、集中を必要とする構造なので、途中で周位の人に話しかけられたりして集中が途ギレるとうまくいきません。またトレーニングは簡単すぎると効果が薄く、難しすぎるとやる気が続かなくなってしまうということも分かっています。 常にこのフェーズに動くか。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 常に